so etwas gibt es heute in der Tagespresse nicht einmal. Es gibt Sachen, die ich heute noch lese, die ich nicht verstehe, aber es auch überhaupt kein Problem ist. Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es auch gar nicht. Und bei anderen Texten, da könnte man etwas länger und denkt darüber nach, was könnte jetzt der bedeuten, wie ist er gemeint? Es geht nicht ums Lohnen. Aber es könnte mal sein, dass man dranbleibt hängen. Der war der Sohn von dem, der Sohn von dem war der Sohn von dem. Das sind einfach Geschichten aus dem Leben. Das ist das, was mich faszinierend finde. Wo auch ein Tagebuch der Menschheit ist. Auch nur für die Neugierigkeit, wissen, was es gibt. Dann einfach laut lesen und ein bisschen den Flow lassen. Und dann hat es eine Magie. Jetzt auch eine sprachliche Magie. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch. Als Glaubende sagen wir, sie ist Gottes Wort im Menschenwort. Der Schatz, der in der Bibel definiert und beschrieben und dargestellt ist, den geht zu suchen. Das ist wie ein riesiges SMS-Bibel. Das hat Gott uns geschrieben. Die Hauptbotschaft, glaube ich, ist immer noch, dass Gott eine Botschaft vermittelt in der biblischen Geschichte von der Freiheit. Wir sind gerne eine Versuchung, über die Bibel zu reden, statt die Bibel selber zu lesen. Wenn es so ein altes Buch ist und man sieht, wie lange das existiert, sieht es eigentlich schon genug. Das muss ja etwas dran haben. Das sind Erlebnisse. Gott lebt.